In diesem Video seht ihr Teil 83 von meinem kleinen Teichbau-Video-Tagebuch. Dieses Video enthält alle Informationen, die ihr für eine fachgerechte Installation eurer Bodenablaufdeckel an eurem Koi-Teich benötigt. Wir besprechen ein paar Details, die ihr bei der Positionierung eurer Bodenabläufe beachten müsst. Aber erstmal begrüße ich euch hier auf dem Einfach-Koi-Kanal. Bisher wurden die Deckel auf meinen Bodenablauftöpfen ja nur provisorisch installiert. Heute kümmern wir uns um die kleinen, aber feinen Details und werden die drei Bodenablaufdeckel mit Bohrungen versehen, damit kapillare Luft entweichen kann. Ich zeige euch, wie man den richtigen Abstand der Bodenablaufdeckel berechnet. Dazu werden wir vom Querschnitt der Bodenablaufleitung den Flächeninhalt berechnen und daraus Rückschlüsse auf den richtigen Abstand der Bodenablaufdeckel ziehen. Bei der Installation meiner Bodenablaufdeckel möchte ich gern auf die mitgelieferten Abstandshalter verzichten, denn mit denen habe ich keine gute Erfahrung gemacht. Bitte unterschätzt nicht, wie wichtig eine fachgerechte Installation der Bodenablaufdeckel ist. Ist der Abstand vom Bodenablaufdeckel zu gering, könnte das die Teichhydraulik an eurem Koi-Teich empfindlich stören. Doch bevor ihr an die fachgerechte Installation eurer Bodenablaufdeckel denken könnt, solltet ihr erstmal sicherstellen, dass eure Bodenablaufleitungen weitgehend von Baurückständen befreit wurden. Wie ihr das am besten macht, habt ihr ja bereits in der letzten Folge von meinem Teichbau-Video-Tagebuch gesehen. Im Lieferumfang von meinen Bodenablauftöpfen sind solche Abstandshalter enthalten. Mit dieser zweiteiligen Konstruktion habe ich keine guten Erfahrungen gemacht. Deshalb werden wir die seltsame Konstruktion gegen ein HT-Rohr ersetzen. Die schneide ich gleich von Hand auf die richtige Länge zu, damit dann auch später der Abstand vom Bodenablaufdeckel zum Boden stimmt. Solche kleinen Rohrdurchmesser könnte ich natürlich auch perfekt mit meiner Kapp- und Gärungssäge zurechtschneiden. Oder mit der Flex, aber heute ist Sonntag und ich möchte meine Gartennachbarn nicht unnötig stressen. Deshalb habe ich heute Morgen auch nicht gleich mit dem Teichbau angefangen, sondern habe erstmal den richtigen Abstand meiner Bodenablaufdeckel berechnet. Die Grundlage für meine Berechnung bildet die Querschnittsfläche meiner Bodenablaufleitung. Für den Bau habe ich ja KG-Rohr mit einem Außendurchmesser von 110 mm verwendet. Die Wandstärke der Bodenablaufleitung beträgt 5 mm. Die ermittelte Wandstärke ziehen wir jetzt zweimal vom Außendurchmesser ab und erhalten den exakten Innendurchmesser von 100 mm. Mit diesen beiden Formeln berechnen wir uns jetzt die Querschnittsfläche von meiner Bodenablaufleitung. Wir rechnen also den Flächeninhalt A aus. A ist gleich Pi, also 3,14 mal Klammer auf D durch 2 Klammer zu ins Quadrat. Ihr gebt also folgendes in euren Taschenrechner ein. 3,14 mal Klammer auf 10 durch 2 Klammer zu ins Quadrat. Damit ihr am Ende auch wirklich den Flächeninhalt in Quadratzentimetern erhaltet, müsst ihr den ermittelten Innendurchmesser in Zentimetern in diese Formel einsetzen. Wenn ihr alles richtig in euren Taschenrechner eingegeben habt, solltet ihr auf einen Flächeninhalt von 78,5 Quadratzentimetern kommen. Sollte euer Taschenrechner das Rechnen mit Klammern nicht unterstützen, empfehle ich euch, die Formel mit dem Radius zu verwenden. Also a ist gleich Pi mal r². Das lässt sich auch viel einfacher in den Taschenrechner eingeben. Also 3,14 mal 5 ins Quadrat. Den Radius könnt ihr euch ja ganz einfach über den Innendurchmesser berechnen. Denn der Radius entspricht dem Durchmesser geteilt durch 2. Ich hoffe, so viel Mathematik ist bei euch noch hängen geblieben. Ich hoffe, ihr seid mit der zweiten Formel zum richtigen Ergebnis gekommen. Ein Rohr mit einem Innendurchmesser von 100 mm hat eine offene Fläche von 78,5 Quadratzentimetern. Da wir jetzt endlich wissen, wie groß die offene Fläche mindestens sein muss, können wir uns jetzt über den Durchmesser vom Bodenablaufdeckel den Umfang ausrechnen. Ihr könnt das Ganze natürlich auch gern ausmessen. Der Durchmesser von meinem Bodenablaufdeckel beträgt 48 cm. Mit dem Durchmesser rechne ich mir den Umfang aus, also U ist gleich 48 cm mal Pi. Als Ergebnis erhalte ich den exakten Umfang von meinem Bodenablaufdeckel. Das sind exakt 150,72 cm. Wähle ich jetzt als Abstand vom Bodenablaufdeckel zum Boden ca. 1 cm und setze das Ganze in die Formel für die Mantelfläche ein, also A ist gleich Umfang mal Höhe, dann muss ich das Ganze nur noch in den Taschenrechner eingeben, also 150,72 cm mal 1 cm, dann erhalte ich ein Ergebnis von 150,72 Quadratzentimeter für die offene Mantelfläche.
Ohne eine gewisse Erfahrung beim Teichbau könnte man jetzt davon ausgehen, dass die offene Mantelfläche bei 1 cm Abstand ausreichen sollte, damit genug Wasser in den Bodenablauf einströmen kann. Denn bereits bei 1 cm Abstand ist die offene Mantelfläche ja fast doppelt so groß wie die von dem 110er KG-Rohr. An dieser Stelle hilft leider nur praktische Erfahrung weiter. Bei meiner Teichbaupraxis hat sich gezeigt, dass der theoretisch berechnete Wert mindestens verdreifacht werden muss. Denn das Wasser erzeugt beim Einströmen in den Bodenablauftopf Turbulenzen, die durch den mittleren Abstandshalter noch verstärkt werden. Beim Einströmen in den Bodenablauftopf muss das Wasser dann auch noch ein paar Mal seine Richtung ändern, bis es dann in die Bodenablaufleitung einströmt. In der Theorie reicht also bei meinem Bodenablauf ein Abstand von weniger als 1 cm zu, um genug offene Fläche zu bieten, damit genug Wasser einströmen kann. Aber praktisch wird das aus den eben genannten Gründen nicht funktionieren. Mein nur theoretisch berechnetes Das Ergebnis runde ich also großzügig auf 1 cm auf. Diesen gerundeten Wert multipliziere ich mit den Erfahrungswerten von meinen anderen Teichbauwerken. Denn an meinen Teichbauwerken hat es sich gezeigt, dass der theoretisch berechnete und großzügig gerundete Wert mindestens verdreifacht werden muss, damit am Ende wirklich in Schwerkraft ohne große Höhenunterschiede 10.000 Liter pro Stunde durch so einen Bodenablauf fließen können. Und auch das ist nur ein theoretischer Wert, denn das funktioniert auch nur unter optimalen Bedingungen. Wenn an eurem Teich große Laubmassen oder Fadenalgen langsam aber sicher die Bodenabläufe verstopfen, dann macht es sogar Sinn, den berechneten und großzügig gerundeten Wert zu verfünffachen. Wäre mein Teich also ein richtiger Außenteich, würde ich einen Abstand von 5 cm wählen. Denn dann hätte ich bei den Bodenabläufen noch einiges an Reserven, wenn zum Beispiel Laub oder Algen die Hälfte von so einem Bodenablaufdeckel zustopfen, sollte theoretisch immer noch genug Wasser durchfließen und die Teichhydraulik aufrecht halten. Bei Teichanlagen, die mit einem Luftheber betrieben werden, wie zum Beispiel hier in meinem Fall, würde ich generell einen Mindestabstand von 5 cm empfehlen. Alle Angaben, die ich bisher zum Mindestabstand gemacht habe, beziehen sich natürlich nur auf das Modell Bodenablauf, was ich an meinem Teich verbaut habe. Aber mit Hilfe der Formeln könnt ihr ja das individuelle Ergebnis für eure Teichanlage ausrechnen. Ich habe mich für den Anfang für einen Mindestabstand von 3 cm entschieden. Denn der ein oder andere Koi, der in Zukunft meine Teichanlage bewohnt, wird wohl kleiner sein als 30 cm. Damit gehe ich auf jeden Fall auf Nummer sicher, dass kein Koi in den Bodenablauf gelangt. Wenn meine Koi dann etwas gewachsen sind, werde ich den Abstand der Bodenablaufdeckel noch einmal erhöhen, um die Teichhydraulik für die Zukunft noch mehr zu entspannen. Die HT-Rohre, die mir als Abstandshalter dienen, schneide ich mir jetzt so zurecht, dass der Abstand zwischen Bodenablaufdeckel und Boden exakt 3 cm beträgt. Damit sich später beim Einbau alles gut zusammenstecken lässt, entgrate ich jetzt noch alle Schnittflächen. Dieser Arbeitsschritt ist besonders wichtig, sonst lassen sich später die Bodenablaufdeckel für Wartungsarbeiten nur mühsam entfernen oder wieder anbringen. Sobald ich alle Abstandshalter aus 50er HT-Rohr zugeschnitten habe, werden die Deckel schon mal zur Probe eingebaut. Denn dann zeigt sich sofort, ob ich für die Abstandshalter die richtige Länge gewählt habe. Beim ersten Bodenablauf sieht das Ganze schon mal recht gut aus. Der Spalt läuft gleichmäßig um den Bodenablaufdeckel rum und der Abstand beträgt auf allen Seiten gut 3 cm. Durch das 50er HT-Rohr sitzt der Bodenablaufdeckel richtig fest auf dem Bodenablauftopf. Und das ist wichtig, damit große Fische keine Chance haben, die Bodenablaufdeckel zu öffnen. Während ich mich um die Installation der anderen beiden Bodenablaufdeckel kümmere, möchte ich mit euch nochmal ein paar grundlegende Sachen zum Thema Bodenablauf besprechen. Wie ich euch bereits am Anfang vom Video verraten habe, bin ich ein großer Fan von zentral eingebauten Bodenabläufen. Bei mir hat sich in der Praxis eindeutig herausgestellt, dass es absolut gar keinen Sinn macht, die Bodenabläufe auf dem Boden vom Koi-Teich zu verteilen. An meinen Teichen funktioniert ein zentral mittig eingebauter Bodenablauf am besten. Immer wenn ich mehrere Bodenabläufe einbauen muss, ordne ich diese auf der längeren Achse vom Koi-Teich an. Das Ganze macht aber nur Sinn, wenn die gesamte Teichanlage so geplant und gebaut worden ist, dass der gesamte Teichkörper durch das einströmende Wasser in eine Drehung versetzt wird. Denn nur dann verstärken die zentral eingebauten Bodenabläufe die Kreisbewegung des Wassers. Und die sorgt durch reine Physik dafür, dass der Schmutz zu euren zentral eingebauten Bodenabläufen transportiert wird.
Der Schmutz gelangt so auf schnellsten Weg in eure Bodenabläufe und von da aus in die mechanische Filterkammer, wo sich euer Filter um den Grobschmutz kümmern kann. Doch bevor ich den Einbau der Bodenablaufdeckel abschließen kann, möchte ich euch noch kurz über meine Schulter schauen lassen, während ich den Übergang von meiner flüssigen Teichfolie zum Bodenablauftopf noch einmal zusätzlich versiegle. Wie ihr bereits wisst, habe ich euch ja schon unzählige Male auf Materialübergänge hingewiesen. Immer dort, wo zwei verschiedene Materialien aufeinandertreffen, kann es durch Temperaturschwankungen zu einer Rissbildung kommen. Deshalb versiegle ich den Übergang zwischen Teichbodenplatte und Bodenablauftopf noch einmal zusätzlich mit einem flexiblen MS-Polymer. Damit der Schmutz an der entstehenden Wulst nicht hängen bleibt, verstreiche ich das Ganze so mit meinem Finger, dass es einen schönen Übergang vom Boden in den Bodenablauftopf gibt. Der nahtlose Übergang sorgt jetzt dafür, dass der Schmutz problemlos in die Bodenabläufe gelangen kann. Das hochflexible MS-Polymer sorgt jetzt dafür, dass es zu keiner Rissbildung an solchen Materialübergängen kommen kann. Dieser Arbeitsschritt ist nur interessant für all diejenigen von euch, die ihren Teich mit einer flüssigen Teichfolie abgedichtet haben. Bei einem Folie- oder GFK-Teich ist dieser Arbeitsschritt völlig unnötig. All diejenigen von euch, die ihren Teich nur mit einer Dichtschlemme abdichten, müssen an solchen Übergängen besonders gewissenhaft arbeiten. Sonst kommt es an diesen Stellen über kurz oder lang zu kleinen Undichtigkeiten, die auf Dauer die Bausubstanz von eurem Koi-Teich gefährden. Wie ihr unschwer erkennen könnt, verteile ich das MS-Polymer nur mit meinen Fingern. Damit bekomme ich in der Regel das beste Ergebnis hin. Alternativ könntet ihr für diese Arbeiten auch eine Stuckateurspachtel verwenden oder ein Werkzeug aus Silikon zum Fugenglätten. Wichtig ist am Ende nur, dass der Übergang schön smooth wird und keine Kanten und Wülste übrig bleiben, an denen Dreck hängen bleiben kann. So versiegel ich jetzt alle drei Bodenablauftöpfe direkt nacheinander. Ich gebe zu, für diesen Arbeitsschritt ist ein wenig Geduld und Fingerspitzengefühl nötig. Aber ich denke, das Ergebnis kann sich am Ende sehen lassen. Jetzt sind alle drei Bodenablauftöpfe final versiegelt. Jetzt muss das Ganze nur noch trocknen und aushärten. Damit kein Dreck an den frisch versiegelten Stellen kleben bleibt, habe ich die Bodenablaufdeckel während der 24-stündigen Trockenzeit montiert. In der Regel härtet das MS-Polymer innerhalb von 24 Stunden aus. Das kommt aber auch ein bisschen auf die Schichtdicke an. Mit dem Ergebnis nach der Versiegelung bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden. Zusätzliche Naht ist natürlich deutlich zu erkennen, aber später im Teichbetrieb werden wir die nicht mehr sehen können, denn das Ganze wird ja durch die Deckel von den Bodenablauftöpfen verdeckt. Die fachgerechte Installation der Bodenablauftöpfe ist jetzt fast abgeschlossen. Doch bevor die Bodenablaufdeckel final in der Teichanlage montiert werden können, müssen wir jetzt noch alle drei Bodenablaufdeckel mit Bohrungen versehen, damit sich später im Teichbetrieb keine Luft oder irgendwelche Faulgase unter den Bodenablaufdeckeln sammeln kann. Damit eventuelle Gase aus dem Deckel entweichen können, werden wir die Bohrung am höchsten Punkt vom Deckel setzen. Dann können die Deckel bereits montiert werden, bevor Wasser im Teich ist. Sobald dann später der Teich mit Wasser gefüllt ist, drückt dann der steigende Wasserspiegel die Luft durch die Bohrungen an der Oberseite raus. Wenn ihr keine Bohrungen in euren Bodenablaufdeckeln habt, dann könnt ihr die Deckel erst aufstecken, wenn der Wasserstand im Teich eine gewisse Höhe erreicht hat. So umgeht ihr zwar die Gefahr, dass sich beim Befüllen vom Teich ein Luftpolster unter den Bodenablaufdeckeln bilden kann, aber die Gefahr, dass sich Faulgase wie zum Beispiel H2S im Bodenablauf bilden und unter dem Bodenablaufdeckel sammeln können, besteht dann natürlich weiterhin. Aus diesem Grund sind in der Regel alle meine Bodenablaufdeckel mit solchen Bohrungen versehen. Damit die Faulgase gut entweichen können, ist es wichtig, dass ihr 3 bis 4 Bohrungen am höchsten Punkt vom Bodenablaufdeckel setzt. Bei meinen Bodenablaufdeckeln ist das ringsum den zentralen Punkt vom Abstandshalter. Für das Bohren der Löcher verwende ich einen 8 mm Holzbohrer. Die Anordnung der Löcher muss keinen Schönheitspreis gewinnen. Wichtig ist, dass die Anordnung funktionell ist. Damit sich eure Fische an den Bohrungen nicht verletzen können, ist es wichtig, dass wir diese noch vernünftig entgraten.
Dafür verwende ich wieder mal meinen Rohrentgrater, denn der eignet sich auch für das Entgraten von solchen kleinen Löchern. Arbeitet beim Entgraten am besten so gewissenhaft wie möglich, um die Gefahr von Verletzungen für eure Fische so gut es geht zu minimieren. Überprüft am besten bei der Gelegenheit auch gleich noch einmal, ob sich an allen Bodenablaufdeckeln noch andere scharfkantige Verarbeitungsrückstände befinden. Die könnt ihr dann auch gleich noch mit dem Rohrentgrater oder mit der Flex und der Schrubbscheibe entfernen. Auch auf der Unterseite vom Bodenablaufdeckel entferne ich alle scharfe Kanten, um die Verletzungsgefahr bei Wartungsarbeiten zu minimieren. Endlich ist das Bohren und Entgraten der Bodenabläufe abgeschlossen. Jetzt mache ich mich an den Einbau von den drei Bodenablaufdeckeln. Dank der guten Vorbereitung geht die Montage der Bodenablaufdeckel recht zügig von der Hand. Denn die Bodenablaufdeckel werden ja nur noch auf die Abstandshalter aus 50er HT-Rohr aufgesteckt. Doch bevor wir das heutige Teichbauvideo beenden, möchte ich noch einmal was zum Abstand zwischen den Bodenablauftöpfen sagen. Der Abstand der Bodenablauftöpfe und der Deckel muss so gewählt werden, dass zwischen den beiden Deckeln genug Abstand ist, dass sich dazwischen keine größeren Fische einklemmen können. An meinen Teichen hat sich ein Mindestabstand von 20 bis 25 cm bewährt. Solltet ihr am Ende von diesem Video noch Fragen zum fachgerechten Einbau von Bodenabläufen an Teichen haben, nutzt bitte die Kommentarfunktion unter diesem Video. Wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es auf meiner Teichbaustelle weitergeht, dann rate ich euch einfach mal, meinen Kanal kostenfrei zu abonnieren. Im nächsten Teichbauvideo Tagebuch kümmern wir uns um die Optimierung meiner Bürstenfilterkammer. Diese Arbeiten soll die Anströmung der Filterbürsten verbessern und das Arbeiten mit Standrohren erleichtern. Bitte lasst für dieses Video einen Daumen nach oben da oder einen netten Kommentar, um meinen Kanal zu unterstützen. Wir sehen uns das nächste Mal beim schönsten Hobby der Welt. Ciao, ciao!